Und was ihr gerade hört oder auch bisher gehört habt, ist Celtic von den Black Stars. Was eigentlich ja bei uns im Stadion, lieber Christian, läuft, wenn die Jungs rauskommen. Jetzt müssen wir leider heute die DFB-Hymne hören, wenn die Jungs rauskommen. Aber ja, es ist doch, glaube ich, ganz schön, mal Celtic auf der anderen Rheinseite zu hören. Rohkeppel steht sehr hoch. Die werden. Ja, das sagt ja auch der Name schon. Oh weh. Nur noch 90 Minuten. Ja. Aber immerhin, ey, Tanel Yalcin, wo du ihn gerade ansprichst, der hat schon 35 Bundesligaspiele auf der Uhr und auch schon 35 Mal in der Super League gespielt. Ich meine, der hat einen Marktwert von 1,8 Millionen, wenn man Transfermarkt Glauben schenkt. Und das beim FC. Also, der muss gut gewesen sein, der Junge. Ja. Und ist ja dann zu Başakşehir, also zu dem Erdogan-Lieblingsclub, und dann ist sein Stern ein bisschen runtergegangen bis in die vierte türkische Liga. Aber jetzt ist er wieder da und jetzt Karriere-Highlight in Hürth, genau, kann man so sagen. Wer braucht Istanbul und Geisbockheim, wenn er in Hürth sein kann? Sonnheimer auf Risse, spielt wunderbar in die Tiefe auf der rechten Seite. Paco legt zurück auf Hantl. Hantl muss nur abziehen, Hantl zieht ab und Militz bekommt die Fäuste hoch. Unser Simon, frei nach dem Motto, ich zögere nicht, ich handle. Im Außenriss zieht er drauf. Ah, das Spiel geht auch schon wieder weiter. Boah, da habe ich gerade ein Tier angezogen. Ja, es sind einige Tiere aus der Meerheimer Heide hier heute unterwegs. Aber auf leere Geste, wir sehen jetzt Marcel Risse, der da direkt auch in Richtung Hannes Wolf geht, wo auch der Schiedsrichter direkt da ist. Aber ich finde, man muss auch unseren Kapitän, muss man da ganz klar in Schutz nehmen. Der sieht die Raute auf dem Trikot des Gegners und schaltet in den Derby-Modus. Also das ist ein Automatismus bei Marcel Risse, da kann man nichts machen. Und dann geht er natürlich auch mal etwas rüder in einen Zweikampf, denke ich. Dann glaube ich lieber immer die Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt sind wir gerade bei Tore Jakobsen, der bekommt von Aspi gerade einen Turban aufgesetzt. Turban, genau. Der ist in Blau, seine Kopfmaske, die er auch schon trägt, anscheinend um die Nase zu sichern, ist schwarz. Somit sieht er mittlerweile fast aus wie so ein Ultra, sag ich mal. Ja, blau-weiß und schwarz-gelb zusammen. Passt eigentlich nicht so, gell? Naja, für was immer dein Herz schlägt. Starke Abwehraktion von Jamie Siebert. Entschuldigung. Ich glaube, wir schalten dich gleich ab. Ich mache das hier alleine. Ja, aber ich meine, der Name bietet sich ja auch für die schlimmsten Wortspiele an. Da kann man ja echt, kommt man ja fast nicht umher. Schöne Ball zu Robin Meissner. Der legt ab auf Patrick Sontheimer auf Höhe des Mittelkreises. Und der tanzt da Joshua Kimmich aus. Meine Güte, ein Teufelskerl. Links rausgelegt auf Simon Hantl. Der geht nicht 1 gegen 1 gegen Mustafa Maskowi. Ist jetzt bald am 16er. Findet jetzt Sontheimer im 16er. Und der zu Simon Hantl. Und ja! Aber es zählt nicht. Nein, es zählt nicht. Ja, das Tier, was mich gerade angeflogen hat, liegt jetzt hier neben mir. Da sollte dir einige sagen, über welchen, was das ist. Das sagt viel über das Spiel aus. Ja, es gibt Abstoß für Mannheim-Lenkfort hier mit einigen guten Ideen, ein paar Chipbällen hier in den Strafraum. Er versucht quasi unser Offensivspiel zu lenken. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. hat natürlich auch den Fort im Namen. Oh. Ja. Ja. Also wir hatten ja gesagt, es wird nicht besser. Es wird auf gar keinen Fall besser. Hilfespiel zurück auf Siebert. Wir hören hier gerade das Fedelslied gesungen. Ich kann allerdings nicht ganz eruieren, ob das jetzt die Spicher sind oder die Victoria-Fans. Ich glaube tatsächlich sogar die Spicher, die diesen wunderbaren Klassiker der Black Forest zum Besten geben. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Musik für meine Ohren. Sehr, sehr schön. Das war schön gesagt. Da waren ja wenige Zentimeter nur noch weg. Während die nächsten Insekten hier einige Fans von uns anfliegen. Also heute sind einige hier auf Angriff gepolt. Nur wir nicht.